Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag, Unser Wald wert zu lieben. Und Untertitel ist Wald ein chaotisches System. Zu meiner Person gleich noch etwas mehr. Wollte allerdings nochmal auf unsere Agenda eingehen, kurz, die ich mir heute vorgenommen habe. Das eine ist, dass wir mal einsteigen mit unserer sehr subjektiven Wahrnehmung von Wald. Dann nächstes Wald wert zu lieben. Hier geht es um Wertschätzung. Dann die etwas provokante Frage, stirbt der Wald? Und wenn ja, was sind die Ursachen dieser Waldkrise? Dann wollte ich eingehen auf das System Wald, auf die Prozesse, die ablaufen und die Frage eingehen, was tun oder was nun. Wollte nochmal die Waldfunktion beleuchten und unsere forstlichen Realitäten aufzeigen, die auch wieder zu unserer Waldkrise beigetragen hatten. Mein Name ist Volker Ziesling. Ich bin von Beruf Diplom-Forstwirt. Verdiene mein Geld bei Landesforsten Rheinland-Pfalz, bin aber ehrenamtlich sehr stark aktiv bei Greenpeace, bei den Grünen in Speyer, meiner Heimatstadt, und habe letzte Woche die Bürgerinitiative Waldwende, ne, vor 2 Wochen war es schon, die Bürgerinitiative Waldwende jetzt gegründet. Wir wurden regelrecht überrannt. Unsere Hauptzielsetzung ist, die forstliche Produktion von Holz im Bereich der Rheinebene zwischen Basel und Frankfurt einzustellen. Ein nicht ganz bescheidenes Ziel. Ja, hier Waldwende jetzt. Es genügt nicht alleine bei irgendeiner Gruppe sich zu engagieren. Ich denke, und das ist auch das Hauptziel unserer Initiative, dass wir die Kräfte bündeln müssen. Wir stehen oft einem sehr übermächtigen Gegner, so muss man es tatsächlich bezeichnen, entgegen. Und wir haben eine sehr starke Forstlobby auch, die alle möglichen Koalitionen geschmiedet hat. Ich berate auch mehrere Bürgerinitiative lokaler Art und merke immer wieder, dass hier unheimlich viel Elan zwar an den Tag gelegt wird, dass die Leute aber sehr häufig scheitern, weil dann auch an Fachexpertise fehlt. Und mein Ansatz ist jetzt der, dass wir diese Expertise bündeln, und bei der Gründungsversammlung waren immerhin schon 100 Leute da und Tendenz steigend. Und es wäre schön, wenn wir heute auch noch ein paar dazu gewinnen würden. Bevor ich auf den Wald eigentlich mal eingehe, wollte ich kurz nochmal unsere ganze ökologische Herausforderungen, die größte ökologische Herausforderungen, das sind beileibe nicht alle, nochmal kurz darstellen. An erster Stelle steht auch in Corona-Zeit Klimawandel stoppen. Wir müssen bis zum Jahrhundertende, selbst beim Sofortausstiegsszenario aus Kohle und Co., damit rechnen, dass unsere Durchschnittstemperatur, so sagen es zumindest die Projektionen, hier in der Rheinebene um 4,5 weitere Grade ansteigen. Wir müssen also alles tun, hier den Klimawandel tatsächlich zu stoppen. Wir müssen aber auch parallel dazu die Folgen des Klimawandels bewältigen lernen. Wir sind in einer dann für den Menschen feindlichere Umgebung, als wir das momentan sind, wie beispielsweise die letzte beide Hitzesommer gezeigt hatten.
Biodiversität, eine Million Arten hat der Mensch schon ausgerottet. Ein Großteil davon hat er noch nicht mal entdeckt. Und wir rotten also Tag für Tag Arten, Tiere und Pflanzen aus, die man überhaupt noch nicht kennengelernt hatten. Ein ganz großes Thema wird sein, die Wasserversorgung zu sichern. Für uns in Mitteleuropa war das bisher eine Selbstverständlichkeit. Im letzten Jahr sind aber auch hier, insbesondere in der Rheinebene, die Grundwasserpegel regelrecht abgestürzt. Ein Thema, das in der Umweltdiskussion immer eher am Rande ist, sind die Zerstörung der Böden. Wir versiegeln nicht nur immer mehr Böden, sondern wir beeinflussen die auch in einer Art und Weise, dass der natürliche Aufbau eines Bodens zerstört wird. Natürlich ist das Thema Ressourcenverfügbarkeit nach wie vor aktuell und wird immer drängender. Deswegen schreit ja auch jeder zum Beispiel nach dem Rohstoff Holz. Da gibt es möglicherweise auch andere Ansätze, dass wir nämlich unseren Konsum auch von Holz und Papier überdenken. Und ein weiteres Thema, das sehr am Rande eigentlich immer behandelt wird, mit Wald auch ganz viel zu tun hat, die Nitrifizierung eindämmen. Nitrifizierung bedeutet, dass wir Stickstoffverbindungen freisetzen und in Luft und Wasser dann auch entlassen. Ja, unsere Wahrnehmung von Wald, unsere Wahrnehmung ist subjektiv belastet und sehr unterschiedlich, was der eine als schön empfindet. Empfindet der andere als hässlich. Einem Förster würde möglicherweise dieser Birkenwald hier gar nicht so gefallen, weil er ja, die Holzproduktion vor Auge hat. Und was hier herauskäme, wie man im Jargon sagt, wäre lediglich etwas Birkenbrennholz. Die Wahrnehmung hängt also ganz stark an unsere Zielsetzung, die wir mit dem Wald verbinden, ist aber auch eine kulturelle Frage, und ist eine Frage der eigenen Erfahrung. Ein Stadtmensch nimmt Wald möglicherweise anders wahr als jemand, der in der Nähe des Waldes aufgewachsen ist. Fängt schon an mit der Frage, wenn man Kindern die Frage stellt, welche Farbe hat der Wald? Natürlich grün. In dem linken Bild ist er auch grün, aber ich habe nur ein Beispiel rausgegriffen. In dem rechten Bild ist er auch weiß oder grau, nämlich ein Birkenwäldchen, das ich hier abgebildet habe. Aber ich könnte genauso gut Fotos zeigen, wo Wald rot, blau oder gelb erscheint. Ja, Wald ist für uns ein Sehnsuchtsort, ein Ort zum Träume. Jeder würde gerne hier irgendwo in diesem Wald abtauchen. Das ist ein Bild aus dem Spreewald südlich von Berlin. Ja, Wald eröffnet weite Blicke. Gibt uns einfach die Kraft, durchzuatmen, setzt Terpene frei, die sich wiederum auf unser Stress- und Immunsystem auswirken. Wald ist ein Ort der Inspiration. Ich denke, ich bin ja, Hobbykünstler und werde von solchen Bildern, wie man sie hier sehen, auch inspiriert. Ja, ein Bild,
Wer sich nicht mehr daran erinnert, hier ist raureif, hier ist Frost auf den Bäumen, Wald erfrischt, und zwar nicht nur in den Wintermonaten, sondern auch in den Sommermonaten, ist in einem intakten Wald gegenüber unsere Innenstädte die Tagestemperatur um bis zu 8 Grad kühler als in der Stadt. Ja, Wald ist ein Zufluchtsort auch. Wald gibt Sicherheit. Ich weiß nicht, auch hier spielt er ja die Erfahrung mit, selbst in der Dunkelheit, wie hier hinter der Kiefer oder der Birkenkuppel, die hier stehen, gibt Wald die Geborgenheit, die man sonst vielleicht im städtischen Umfeld so nicht findet. Ein Förster sieht Wald möglicherweise durch eine völlig andere Brille. Das ist hier ein Bild aus der Eifel, Fichte an Fichte, eine echte Monokultur. Ja, für einen Förster sehr wertvoll. Das ist Holz, das man bis vor 2 Jahren teuer verkaufen konnte. Geht also hier auch durch die Geldbrille der Blick. Künstler haben wiederum ganz andere Blick. Das ist eine französische Künstlerin, die aus Pappresten Wälder hinzaubert, wunderschön, und auch eine Traumlandschaft, die sie hier kreiert. Und es zeigt auch, wie subjektiv die Wahrnehmung von Wald ist. Im Laufe der Zeit hat sich ja, die kulturelle Bedeutung des Waldes ganz stark verändert. Das ist hier ein Gemälde aus der Romantik, als man Wald sehr verklärt wahrgenommen hat als Idyll, wo friedlich die Hirsche im flachen, sauberen Wasser stehen und im Hintergrund das Abendlicht durchscheint. Ja, Wald wäre zu lieben. Es geht hier um die Wertschätzung von Wald. Wir sehen hier unheimlich dicke, schöne Buche im Bienenwald, also im südlichen Teil der Vorderpfalz. Wald verhüllt unsere Blicke manchmal, und sobald sich der Nebel verzogen hat, entfaltet er wieder seine ganze Schönheit. Unsere Hauptbaumart in unseren Wäldern ist die Rotbuche oder auch Buche genannt. Sie kommt in verschiedenste Waldgesellschaften vor, manchmal in Buchenreihenbeständen, oft aber auch gemischt. Es gibt also sehr viele, sehr unterschiedliche Buchenwaldtypen. Ja, eines der größten Naturschauspiele, die wir zu bieten haben, ist der Blattaustrieb der Buche. Manche fliegen vielleicht zum Indian Summer in die Appalachen oder zur Kirschblüte nach Japan. Vor der Haustüre haben wir hier eines der größten Naturschauspiele, das viele von uns vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Ja, Wald ist unheimlich vielfältig. Wir sind hier in der Kampfzone an der Waldgrenze in den Alpen. Wir sehen hier die Latschenkiefer und eine Elsbeere. Je nach Standort und Höhenlage ist Wald natürlich sehr unterschiedlich zusammengesetzt. Wald ist ein dynamisches System.
bewegt sich. Die Samen der Birke fliegen 500 Kilometer weit und samen sich dort an, wo die Bedingungen gerade günstig sind für die Birke, nämlich eine Kahlfläche. Wenn wir unsere Schadflächen in den Mittelgebirgen, wo vorher die Fichte stand, sein lassen, keine Pflanze unternehmen, werde man mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf dem größten Teil der Fläche solche sogenannte Vorwälder aus Birke oder je nach Höhenlage auch der Eberesche haben. Auch das ist Wald, aber das ist kein Wald, wie sich ein Förster das wünscht, weil man hier wenig Nutzungsmöglichkeiten haben und wenig Zeit haben. Aber auch in einem solchen Wald gedeihen jetzt langsam, der ist hier knapp 20 Jahre alt, der Birkenwald. Und wenn man genau hinschaut, dort links im Hintergrund sind die ersten Eichen und die ersten Buchen auch gekommen. Sowas nennt man eine Sukzession im Wald. Ja, die majestätischste Baumart, die wir in unsere Wälder haben, ist wohl die Eiche. Und da haben wir gleich zwei verschiedene Arten, nämlich die Traubeneiche, die etwas sandigere Böden bevorzugt und entlang der Flüsse. Auch im Überschwemmungsgebiet der Flüsse die Stieleiche. Das ist hier ein Bild aus dem Pfälzer Wald. Es ist hier eine Stieleiche. Ja, diese Eiche ist eine der ältesten, die es in Deutschland gibt. Man erkennt im Hintergrund die Häuser. Es ist in Berlin im Tegeler Forst die 800- bis 900-jährige Dicke Marie. Dicke Marie wurde sie genannt von den Gebrüdern Humboldt, die hier ganz in der Nähe wohnten und die hier ihre Köchin verewigt hatten. Der Baum lebt noch, er ist vital, nicht allzu hoch, aber unheimlich knorrig, unheimlich dick. Der älteste Baum Berlins, und es gibt nicht sehr viele Eiche, die dieses Alter erreicht haben. Normalerweise werden sie zum Beispiel im Pfälzer Wald dann im Alter von spätestens 300 Jahren geschlachtet oder auch im Spessart. Die älteste Eiche, die dort noch vorkommen, sind etwa 400 Jahre alt. Dabei hat die Eiche eine natürliche Lebenserwartung, die über 1000 Jahre hinausgehen kann. Ja, eine der prägende Baumart in unserer Rheinebene war sehr lange die Kiefer. Die Kiefer ist eine Baumart der borealen Nadelwaldzone. Sie verträgt Trockenheit unheimlich gut. Auch in der borealen Zone ist die Wasserzufuhr durch den Permafrostboden oft sehr gering. Aber es ist eine Baumart, die eine kalte Trockenheit braucht. Wenn eine Dürrephase kommt, wie sie im letzten Jahr stattgefunden hat, dann vertrocknet die Kiefer. Bäume sind unheimlich kreativ, was die Anpassung anbetrifft an verschiedenste Umweltbedingungen. Hier ein Bild aus dem Rheinauwald. Wir sehen hier eine Pappel, vermutlich eine der wenigen im Original erhaltene Schwarzpappeln. Und man erkennt die mächtigen brettartigen Wurzelanläufe, die die Standfestigkeit des Baumes bei Hochwasser erhöhen.
Und ähnlich wie viele Bäume im tropischen Regenwald dann auf eine solche Stabilisierung angewiesen sind. Eines unserer vielfältigsten Ökosysteme, Waldökosysteme, die wir überhaupt haben, ist der Bereich der Hattholzaue, die entlang der großen Ströme Rhein, Donau, Elbe. Am Rhein ist die Wüchsigkeit besonders hoch, weil die abgelagerten Sedimente aus den Kalkalpen stammen und dort unheimlich nährstoffreich sind. Es gibt also hier keine Baumart, die nicht wachsen würde. Vordergrund sehen wir eine Kirsche, eine Vogelkirsche, im Hintergrund eine Buche, dazwischen schieben sich Eschen und Ahorne und auch wieder die Ulme durch. Kommen wir zur Frage, stirbt der Wald? Wenn man solche Bilder sieht, das ist eine Bergkuppe im Harz. Alle Fichten sind hier abgestorben und als Laie könnte man sehr schnell zum Schluss kommen, dieser Wald hier ist tot. Deswegen die Frage. Wir sehen hier, die Fichte ist im Harz tatsächlich innerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes, allerdings nur auf den allerhöchsten Gipfeln, unterhalb einer bestimmten Höhegrenze wurde sie durch Menschenhand angebaut, weil man das Bauholz benötigt hat. Und die Fichte ist auch Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte lang gut gewachsen. Nur Kalamitäten gab es in solche Monokultur schon immer, ist also nichts Abnormales. Man fährt aber ein unheimlich hohes betriebliches Risiko, wenn man auf eine Baumart alleine setzt. Und den Preis musste man jetzt zahlen nach den beiden heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019. Hier ein Schadbild der Buchdrucker. Ich kann es jetzt leider nicht mit dem Finger zeigen. In den Gängen, die sich hier befinden, da frisst er sich entlang durch und am Ende legt seine Eier ab und die Larven fressen sich dann zwischen Bast und Holzkörper dann solche Seitengänge und wenn sie entwickelt sind, schwärmen sie wieder aus. Der Borkenkäfer ist der größte Feind des Försterwaldes. Der größte Feind des Waldes ist aber nicht der Borkenkäfer. Größter Feind des Waldes ist der Mensch. Nicht nur im Hochgebirge, ich hatte vorhin die vitale Kiefer gezeigt, sondern auch in der Ebene sterben Bäume ab, wie hier die Kiefer. Und dass die Kiefer abstirbt, hängt auch damit zusammen, dass wir nicht nur eine extreme Hitze hatten, sondern dass auch unser Grundwasserspiegel im letzten Jahr regelrecht abgestürzt sind. Es gibt Messungen in einzelnen Regionen der Rheinebene, wo der Grundwasserspiegel 15 Meter abgestürzt ist. Und da kommt natürlich dann keine Baumwurzel mehr hin. Ja, auch die Buche ist gefährdet oder Laubhölzer insgesamt. Nur absterbe tut sie dann, wenn sie schlecht behandelt wurde, indem er beispielsweise die Kronen freigestellt hat und das bestehende Waldinnenklima aufgelöst hat.
Etwas provokant der Titel, aber zutreffend. Im Hintergrund sehen wir die abgestorbene Fichte. Ich sage immer, es stirbt nicht der Wald. Der Wald definiert sich momentan neu. Wir müssen also nicht viel pflanzen, damit der Wald weiter existiert. Er verjüngt sich und wie wir hier im Bild Vordergrund sehen, zwar hier im Harz auch wieder mit Fichte. Das liegt daran, dass so viele Fichtensamen dann zerstreut wurden durch die Altbäume. Aber wir sehen auch, wenn wir hinschauen, jede Menge an Buche. Und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir auch jede Menge an Ebereschen, die sich hier verjüngt haben. Ja, es stirbt also nicht der Wald, sondern es stirbt der von Menschenhand geschaffene Wald, der Försterwald. Ja, die Ursachen dieser Waldkrise kann man eigentlich schnell zurückführen. Es ist unser Mobilitätsverhalten. Das war hier ein Bild aus der Friedrichstraße in Berlin. Es ist unsere Art zu leben. Es ist auch unsere hohe Besiedlungsdichte, die wir haben, mit den entsprechenden Bedürfnissen, die all diese Menschen dann haben. Es ist unser unersättliche Gier. Alles muss größer, schöner, schneller und eleganter sein. Es ist natürlich auch unser Verbrauch an Energie, egal wo die herkommt. Am schlimmsten diese Energie, die aus fossilen Brennstoffen kommt. Und diese Energie der fossilen Brennstoffe ist nichts anderes als die Photosyntheseleistung von Wäldern, die schon lange nicht mehr da sind. Bis diese Vorräte aufgebaut wurden an Steinkohle, Braunkohle, Gas und so weiter, hat es ungefähr 200 Jahre gebraucht. Jetzt haben wir in einem Zeitraum von ungefähr 300 Jahren diese Photosyntheseleistung, die verantwortlich war für unseren Wohlstand, in kürzester Zeit aufgebraucht. Es ist auch unser riesiger Wasserbedarf, den wir haben, mit häufig einer Bewässerungstechnik, die schon fast antik ist. Da sind uns Länder wie die Türkei oder Marokko deutlich schon voraus. Aber Wasser war bisher nie ein knappes Gut. Deswegen konnte man mit alten Techniken dann auch relativ verschwenderisch mit dem Rohstoff Wasser umgehen. Im letzten Jahr sind die Wooge, das sind aufgestaute Weiher im Pfälzerwald zum Beispiel, die eigentlich immer Wasser geführt hatten, plötzlich ausgetrocknet. Ja, und eine andere Ursache ist unsere Gier nach dem Rohstoff Holz. Wir produzieren in Deutschland nur die Hälfte dessen an Holz, was wir verbrauchen. Der Rest wird importiert. Wir haben aber auch einen Konsum, der absolut an der Spitze steht in Europa. Und unser Papierverbrauch alleine sind 250 Kilogramm pro Kopf. Das ist nicht das Papier, auf das wir schreiben beispielsweise. Es sind vor allem Verpackungsmaterial, das wir konsumieren. Und eine Geschichte, die immer erzählt wird,
Je mehr Holz wir verbrauchen, desto besser ist es für unsere Kohlenstoffbilanz, weil ja eine doppelte Kohlenstoffbindung stattfinden würde. Das eine ist der Kohlenstoff, der im Wald steht, das andere, das wir in unsere Produkte verbaut haben. Hört sich immer auf den ersten Blick logisch und intelligent an. Nur die Produkte, die wir verbrauchen, sind fast ausschließlich kurzlebige Produkte, Papier oder Verpackungsmaterial, Zellstoff, die nach 2 Jahren ihren Kohlenstoff auch wieder freisetzen. Welche Rolle spielt die Forstwirtschaft dabei? Man sieht hier eine Rückegasse, auf der eine schwere Maschine, ein Harvester und ein Forwarder gefahren ist. Der Wald ist komplett aufgelichtet, die Böden sind verdichtet und die Biomasse aus dem Wald entnommen. Wenn man solche Harvester einsetzt, dann muss ich das auch rentieren. So eine Maschine ist teuer oder das gesamte Maschinensystem ist teuer. Da genügt es nicht, wenn man selektiv da mal einen Baum und da mal einen Baum holt. Da muss man dann so richtig glotzen, damit sich eine solche Maschine rechnet. Und übrig bleibt sowas. Das war hier vorher ein sehr dichter, dunkler Wald. Und man erkennt allein an den Schatten- und Lichtspielen am Boden, wie stark sich jetzt die Einstrahlungsverhältnisse, damit auch die Wasserverhältnisse verändert haben. Diese Waldstruktur, die vorher da war, mit dem sogenannten Waldinnenklima, wurde hier komplett zerstört. Und der Preis, der Erlös, den man hier erzielt hat für das Holz, war plus minus null. Im Moment sind die Preise relativ am Boden. Dennoch hat man im letzten Jahr eine solche Maßnahme gemacht und ehemalige Klimaschutzwald durch diese Maßnahme komplett zerstört. Das ist übrigens ein Foto aus dem Stadtwald in Speyer. Ein absoluter Horror ist dieses Bild hier. Das stammt aus Mülheim in Südbaden, Markgräflerland. Land. Hier hat man einen Großkahlschlag, ich nenne es Kahlschlag, auch wenn einige Bäume noch dastehen, aber diese Bäume sind jetzt auch zum Absterben verurteilt und diese Bäume schaffen es natürlich überhaupt nicht mehr, irgendwo ein Waldinnenklima herzustellen. Die Eichen, die hier stehen, sind etwa 150 Jahre alt. Ich hatte vorhin gesagt, die Eiche kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Und die Förster dort hatten argumentiert, sie tun das alles nur, um die Eiche zu erhalten. Das Gegenteil ist bewirkt. Die haben da 102 Eichen gepflanzt, hier im Zaun, an anderer Stelle mit vielen Wuchshüllen. Aber dort ist es so, dort hat eine staatliche Forstverwaltung dafür gesorgt, dass der Kommunalwald in Mülheim komplett zerstört wird. Das heißt, es ist eine Sachbeschädigung am Eigentum der Bürgerinnen und Bürger, das hier abgelaufen ist. Wohl eines der schlimmsten Beispiele bundesweit, wie Wald nicht bewirtschaftet werden sollte. Ja, unser Holz, das momentan im Zuge der Kalamitäten anfällt, geht zu großen Teilen nach China, wird in sogenannte Sägeabschnitte eingeschnitten. Die werden dann in Container geladen. Das Holz
mit dem LKW nach Rotterdam verschifft in den Containern. Dort nochmal kräftig begast, damit unsere Insekten nicht anderswohin verschleppt werden, wird nach China transportiert, dort wieder entladen, in irgendein Sägewerk mit dem LKW gefahren, eingeschnitten und kommt irgendwann vielleicht wieder zurück. Ein Großteil wird in China selbst verarbeitet, der andere Teil wird veredelt als Schnittholz und landet dann via IKEA-Regal teilweise wieder in unseren Läden. Für jeden Kubikmeter Holz, den wir exportieren, tun wir etwa 150 Liter Rohöl-Äquivalent verbrauchen. Ja, und weil nicht nur das Holz raus muss, sondern auch die Wipfel, wird es oft in solche großen Bänke abgelagert. Dank Harvestern ist es ja auch relativ einfach aufzuschichten. Das Kronenholz, das wir hier sehen, wird zerhackt, es werden Hackschnitzel produziert und diese werden dann in aller Regel in irgendwelchen Öfen verbrannt. Eines sollte man wissen, der größte Teil der für das Pflanzenwachstum notwendigen Nährstoffe ist in der Baumkrone, in den Wipfeln gespeichert. Und deswegen betreibt man hier keine nachhaltige Forstwirtschaft, weil man dafür sorgen, dass die nächste Waldgeneration diese Pflanzennährstoffe, Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, überhaupt nicht mehr zur Verfügung hat. Ein anderer Sündenfall ist hier die Brennholzerzeugung. Sieht vielleicht gar nicht so dramatisch aus, ist es aber. Das sind sogenannte Selbstwerbungen. Also wenn ein Brennholzkäufer sich selbst das Holz dann im Wald einschlägt, man sieht, hier sind wenige Bäume verblieben. Das ist ein ganz junger Bestand, etwa 40 Jahre alt. Und es ist natürlich für die Forstverwaltung unheimlich kostengünstig, wenn jemand seine Arbeitsleistung unentgeltlich zur Verfügung stellt und dafür nur den Gegenwert des Brennholzes bekommt. Den Preis, den wir hier zahlen, sind vollständig verdichtete Böden, da wird oft mit Kleinschlepper reingefahren oder gar mit SUVs reingefahren. So viel Gelegenheit, diese Karre im Gelände einzusetzen, gibt es ja gar nicht. Deswegen ist es quasi so ein ja, Event, das da rausgemacht wird. So zerstören wir insbesondere in Großstadtnähe dann auch unsere Böden. Und dieses Bild ist auch aus der Rheinebene bei Hockenheim. Das wichtigste Kapital des Waldes ist sein Boden. Und hier sieht man, die Böden sind ja, befreit von jeder Biomasse, also gebundenem Kohlenstoff. Das wurde im Hintergrund so ein bisschen aufgeschichtet. Dann wurde das zweimal gepflügt, gefräst, und am Ende werden noch mit einer Egge das glattgezogen. Also vielfache Befahrungen, die hier stattfinden. Dieser Boden ist biologisch tot. Der ist zerstört. Wahnsinn, den man in letzter Zeit vermehrt sieht. Ein technokratischer Ansatz sind sogenannte Wuchshüllen, wo man glaubt, dass die Bäume schneller anwachsen und dass sie auch vor Verbiss durch Reh und Rothirsch
geschützt sein. Das Plastik bleibt oft im Wald zurück. Es verrottet vor Ort und Stelle und wo das dann hingeht, kann sich jeder vorstellen, nämlich als Mikroplastik in den Boden und irgendwann landet das Ganze im Grundwasser. Auch hier, das nennt man ordnungsgemäße Forstwirtschaft. Was hier geschehen ist, ist der sogenannte Buchenschirmschlag. Das RG auf dem verbliebenen Stamm steht für Rückegassen. Das sind die Befahrungslinien, wo sich die Maschine entlang bewegen. Man sieht, dieser Buchenbestand hat sich zwar verjüngt im Hintergrund, wenn man genau hinschaut, und das habe ich getan, sind diese Blätter alle eingerollt, verkümmert und verkrüppelt, können also bei weitem nicht die Photosyntheseleistung bringen, die ein gesunder Baum bringen würde. Es ist ein Verfahren, das sehr viel Licht in die Wälder reinlässt und auch überhaupt nicht bodenschonend arbeitet. Das war ein Bild aus dem Hunsrück. So hatte man früher noch vor 30 Jahren Fichtenmonokulturen angelegt, die entweder dann durch Wind oder wie jetzt durch die Borkenkäfer das natürliche Baumalter überhaupt nicht erreichen können. Aber Vorteil für die Forstwirtschaft hier, unheimlich maschinenpfleglich. Ich kann also hier riesen Schneise reinhauen und mit den Harvestern solche Gasse entlangfahren. Bald ist ein chaotisches System. Ich habe es eingangs gesagt und wollte jetzt einfach nochmal auf die Frage eingehen, was ist eigentlich ein Chaos? Chaos, das ist ein Foto hier von dem Bett, das neben meinem Schreibtisch steht. Das ist ein Zustand von vollständiger Unordnung und Verwirrung. Es beschreibt vielleicht auch den Zustand des Betrachters oder des Verursachers, aber es ist der ungeordnete Urzustand der Welt, die zunächst mal aus einem völligen Durcheinander besteht. Welches Chaos meinen wir, wenn wir von Chaos im Wald sprechen? Es kann sein, der Zustand zwischen zwei Ordnungen. Links, das sieht einfach ordentlich aus. Das ist die von Menschenhand geschaffene Kultur. Das ist im Stadtwald Mannheim. Und rechts ein Bild im Nationalpark Harz, wo man das Holz nicht aufarbeitet, wo man natürliche Prozesse ablaufen lässt. Also es ist ein Begriff für eine Ordnung, die man eigentlich nicht erfassen kann, wo man überfordert sind, diese Ordnung zu erfassen. Und die natürliche Ordnung ist das, was in dem Bild im rechten Teil dann dargestellt ist. Nur wir erkennen diese Ordnung nicht und deswegen bezeichnet man sowas als ein Chaos. So ähnlich wie das Foto des Bettes neben meinem Schreibtisch in der vorhergegangenen Folie. Was ist also, wir hatten jetzt den Begriff des Chaos, aber was ist ein chaotisches System? Das Chaos chaotischer Systeme ist deterministisch. Es wird also komplett von Naturgesetzen bestimmt. Es ist überhaupt kein zufälliges Geschehen, sondern es ist vorhersagbar. Vorhersagbar ist es aber auch nur dann. Deswegen haben wir den Algorithmus noch nie entschlüsselt und werden ihn auch nie entschlüsseln.
Vorhersagbar ist es dann, wenn man die Anfangsbedingungen eines solchen Systems unendlich genau bestimmt. Also im Fall von dem umgestürzten Baum, der jetzt Totholz dann ist, müsste man die chemische Zusammensetzung, wir müssten die Anteil der Pilze, den Zeitpunkt des Pilzbefalls, wir müssten die Mikroorganismen des Bodens, die da sind, berechnen. Wir müssten Temperatur, Klimaverhältnisse berechnen. Und das sind so viele unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten der Anfangsbedingungen, dass man diese Berechnung eigentlich nie fahren können. Chaotisches System ist deswegen unvorhersagbar, weil einfach die Anfangsbedingungen vorher nicht bestimmt werden können. So ähnlich ist es im Wald. Wir haben hier ein wunderschönes Beispiel. Wir haben eine Wurzel, wir haben eine sehr kalkhaltige, sehr nährstoffhaltige Boden, der mit Lössüberlagerungen durchsetzt ist. Und dieses System beginnt irgendwie zu arbeiten, hat irgendwie mal seinen Anfang genommen, indem eine Buchegge auf den Boden gefallen ist, zufällig den Mineralboden erreicht hat, dann keimt und zur Anfangsbedingung gehört natürlich auch, dass sie nicht von einem Reh abgefressen wurde. Die Anfangsbedingungen sind also in einem Wald nie genau bestimmbar und Anfangsbedingungen stellen sich immer wieder neu ein. Ein Baum, der hier steht, der kann umfallen. Dann ist der Zyklus wieder unterbrochen und beginnt von vorn. Deswegen sind Wachstumsmodelle, wie sie die Forstwissenschaft oft auch produziert hat, nicht vorhersehbar, weil permanent neue Anfangsbedingungen entstehen. Ja, wenn dann eine belebte Welt hinzukommt, dann jetzt nochmal unvorhersehbarer das Chaos braucht natürlich auch entsprechende Rahmenbedingungen, sogenannte Standardfaktoren wie Boden, eine Hanglage oder wie in dem Fall das Wasser. Das Chaos ist eigentlich der Schlüssel für die Vielfalt des Waldes, aber auch für die Vielfalt der Welt. Hätten wir nämlich auf der Welt überall geordnete, gleichlaufende Bedingungen, hätte man diese Vielfalt nicht. Und wir haben ungefähr 7 bis 8 Millionen verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Die Ursache für diese Vielfalt lassen sich immer auf das Chaos am Beginn des Prozesses zurückführen. Das sind nur Beispiele für diese Vielfalt, die Natur produziert. Ja, was also sollte man tun? Was sollte man möglicherweise unterlassen im Hinblick auf diese Schäden, die man zweifelsfrei haben? Zunächst einmal sollte man sehr gründlich hinterfragen, ist alles, was technisch möglich ist, auch wirklich notwendig zu tun und ist es vor allem hilfreich zu tun. Eine Orientierung der Waldentwicklung an den
potenziell natürliche Waldgesellschaften. Das sollte die Grundlage in Richtung eines klimastabilen Waldes sehen. Und wir sehen hier umgefallene Fichten im Nationalpark Harz, aber auch hier schon im Vordergrund, direkt neben der hochgeklappten Wurzel der Fichte, verjüngen sich jetzt schon wieder die Buchen. Wir sollten zumindest dem Wald eine Atempause lassen, die er braucht. Momentan ist der Wald sehr vielen Stressfaktoren ausgesetzt. Einer davon sind die extremen Klimaverhältnisse, ein anderer die Grundwasserabsenkung und ein dritter natürlich auch die Stickstoffeinträge und die Art der Forstwirtschaft, die wir betreiben. Das ist wie beim Menschen, wenn man eine kleine Krankheit hat, dann ist man in aller Regel anfälliger für eine breitere Krankheit. Und genau deswegen sollten wir dem Wald diese Atempause gönnen, die er braucht. Ziel muss es also sein, Systeme mit sehr großer Nähe zu potenziell natürlichen Waldgesellschaften zu erhalten, sofern sie noch da sind, und die Ausbreitung invasiver Arten zu unterbinden. Und dabei sollte man sich auf die Wirkmächtigkeit natürlicher Prozesse verlassen und nur in sehr wenigen definierten Fällen dann steuernd eingreifen. Es war von vornherein zu erwarten, dass der Anbau von Fichten außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes irgendwann zum Shutdown des ganzen Systems führen wird. Klimainduzierte Veränderungen der Waldschutzrisiken müssen sehr dringend zu einer Anpassung der forstlichen Maßnahmen führen. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht gleich den nächsten groben Fehler begehen. Wir haben hier zwei Baumarten, auf die insbesondere Baden-Württemberg setzt. Das eine ist die Sumpfzypresse, das andere ist eine Kreuzung, also eine Züchtung zwischen amerikanischer Schwarznuss und der Walnuss. Sehr wuchsmächtig, wie man auch hier sieht auf dem Foto. Man setzt auf die Libanon-Zeder, auf die Atlas-Zeder, auf die Baumhasel. Wir begehen damit den nächsten ganz groben Fehler, weil auch hier Konsequenzen zu erwarten sind. Diese chaotischen Systeme regulieren sich irgendwie selber. Und möglicherweise werden dann Pilze eingeschleppt oder andere Organismen, die auf heimische Baumarten überspringen, also ein weiterer Stressfaktor. Zwei solcher Fälle hatten wir. Das eine war ein Pilz, der auf die Ulme übergesprungen ist und in den 80er Jahren alle drei heimischen Ulmenarten, die da waren, fast ausgerottet hat. Ein zweites Beispiel ist die Baumart Esche, die wir fast komplett verlieren werden, weil hier ein ostasiatischer Pilz, der mit der japanischen Esche in Koexistenz gelebt hat, eine ganz andere Virulenz entwickelt hat und auf die europäische Esche übergesprungen ist. Also Hände weg von solchen Anpflanzungen exotischer Baumarten. In unsere Waldökosysteme ist die dominierende Baumart die Buche. Die Buche hat ein weites ökologisches Spektrum und wird auch mit Klimaextremen gut fertig, wenn man sie denn in Ruhe lässt und nicht durch irgendwelche forstliche Maßnahmen weitere Stressoren dann ausgelöst werden.
Wir sollten vertrauen auf die natürliche Sukzession. Kahlflächen werden mit Pionierbaumarten wie hier im Harz von der Eberesche besiedelt. Wir brauchen dafür Geduld. Prozesse im Wald dauern oft Jahrzehnte, aber diese Geduld bringen wir oft nicht mit. Natürliche Prozesse, die eine Entwicklungsdauer von 100 Jahren haben, können wir nicht durch technokratische Maßnahmen im Zeitraffer einfach so verkürzen. Wir sollten die Entwicklung auf den Kalamitätsfläche genau beobachten und bewerten. Hier haben wir eine Pflanze, das ist Jescholunde auf einer kahlen Fläche im Hunsrück, wo vorher die Fichte stand. Ist ein Pionier, der für die notwendige Bodengare sorgt. Die Voraussetzung dafür ist, dass sich die nächste Waldgeneration entwickeln kann. Helfen müssen wir lediglich dann, wenn sich invasive Arten, also eingeschleppte Arten, die ein enormes Ausbreitungspotenzial teilweise haben, wie hier die spätblühende Traubenkirsche, durchsetzen und die Entwicklung zu unserer natürlichen Waldgesellschaft verhindern. Wir könnten zwar sagen, dann lassen wir halt Trauben, Eichenwälder wachsen, aber eine der großen Herausforderungen, ich habe es eingangs dargestellt, ist die Biodiversität und solche Baumarten wie diese Traubenkirsche sind sehr intolerant gegenüber anderen Arten. Dieses Laissez-faire würde dazu führen, dass wir heimische Arten dann auch verlieren. Totholz ist das wichtigste Stadtkapital des Waldes. Es bindet erstmal Kohlenstoff, es bindet jede Menge an Nährstoffe, es ist ein Wasserspeicher für die nächste Waldgeneration und es ist vor allem auch ein wertvoller Lebensraum für Insekten, Spinnetiere, verschiedene Pilze und Mikroorganismen. Das ist das Stadtkapital für die nächste Waldgeneration. Wir müssen achtsam mit dem hydrologischen System des Waldes umgehen. Jede Störung der Lichtverhältnisse, die Bilder hatte man vorhin gesehen, beeinflusst die Verdunstungsrate und das gesamte hydrologische System. Man kann sich schön vorstellen, diese Buche mit dem anhaftende Moos, die speichert jede Menge Wasser. Es war ein Foto, das ich bei der letzten ganz großen Hitzeperiode, als die Temperaturen auf 40 Grad hier anstiegen in der Rheinebene, aufgenommen habe. Und wenn man dieses Moos in die Hand genommen hat, in die Faust und hat festgedrückt, tatsächlich dann auch Wasser herausgetropft. Warum brauchen wir einen anderen Wald? Wir müssen uns orientieren an unsere Bedürfnislage, die wir dargestellt haben. Die großen Herausforderungen, eine davon gerade in der Rheinebene, ist der lokale Klimaschutz für die Menschen. Und da kann man sich gut vorstellen, ein vertikal vielschichtiger, artenreicher, sehr dunkler und dichter Wald tut diese Funktion deutlich besser wahrnehmen als ein aufgelichteter Kiefernwald, wo noch regelmäßig Durchforstungen stattfinden und dieses Gefüge Jahr für Jahr weiter labilisieren. Wir brauchen Wald auch als Erholungsraum für uns Menschen. Wald ist ein Kurort. Wald macht gesund.
durch seine Farb- und Lichtwirkungen, durch die Bewegung, die wir im Wald haben, durch die Geräusche, die beruhigend wirken, durch die ausgleichende Temperatur, aber auch durch die Terpene und aromatische Öle, die hier in der Luft frei sind. Deswegen gibt es auch den Begriff der Waldluft, die sich so sehr von der Stadtluft unterscheidet. Es ist wissenschaftlich belegt, dass Wald die physische und die psychische Gesundheit des Menschen fördert und Stresshormone abbaut. Wald ist unser Wasserwerk. Für uns ist es selbstverständlich, Wasser in hoher Qualität und in genügendem Umfang zur Verfügung zu haben. Das war bisher ein Problem der Tropen oder Subtropen des Mittelmeergebietes, aber im letzten Jahr durch das Abstürzen der Grundwasserspiegel haben wir langsam gemerkt, auch für uns ist Wasser ein knapper Rohstoff, der eben nicht immer wie selbstverständlich zur Verfügung stehen muss. Wald ist ein Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen. Hier hatte ich einfach mal als Symbolbild die Konsolenpilze an der Pappel gezeigt. Wald ist aber auch ein Lernraum. Wir lernen durch die Prozesse und die Interaktivität dieser Prozesse unheimlich viel, wenn man Wald nicht einfach mal so durchlaufen, sondern wenn man ganz genau mal anschaut. Wald ist auch ein wichtiger Emissionsschutz. Hier war ein dichter Wald, dann hat man seine forstliche Maßnahme hier durchgezogen, zwischen dem der Bebauung im Hintergrund und einer Bundesstraße, die zum Industriegebiet führt, sind hier gerade mal 200 Meter. Dieser Wald war dicht. Dieser Wald hat Staubschutz, Lärmschutz, Sichtschutz geboten, bis man dann auf die glorreiche Idee kam, den mal so kräftig durchforsten zu müssen. Wald als Holzlieferant, ich habe hier mal das dicke rote Kreuz reingemacht. Wir brauchen auch in Zukunft Holz. Ich möchte es nicht in Abrede stellen, aber wir brauchen neue Wertschöpfungsketten. Wir müssen weg von der Massenproduktion, wie man sie hier sieht. Das ist übrigens Holz, das hier VP steht irgendwo drauf, in Verpackungsmaterial geht, also Wegwerfkisten, Wegwerfpaletten. Also eine sehr kurze Lebensdauer hat. Das Holz, das man tatsächlich verbauen könnte über einen langen Zeitraum, wie man es früher getan hat bei unseren Fachwerkhäusern, da haben wir Eichenbalken verbaut, die jetzt schon 500 Jahre in dem Haus drin sind. Solche Wertschöpfungskette hat man komplett aufgegeben. Den Begriff der multifunktionale Forstwirtschaft, bei dem die Philosophie immer wieder verfolgt wird, oder zumindest die Botschaft, mit einer Forstwirtschaft hat man im Schlepptau sozusagen alle andere Funktionen auch erfüllt. Jeder kennt das Beispiel, wenn die Förster sagen, in der Fahrspur eines Harvesters lebt dann plötzlich die Gelbbauchunge. Die CO2-Senke wird immer wieder bemüht. Die Funktionen, die Schutzfunktionen, Klimaschutz, Emissionsschutz und so weiter, werden umso besser, je intensiver ein Wald bewirtschaftet wird. Ist alles Quatsch. Der Begriff der multifunktionale Forstwirtschaft ist einfach eine Lüge, weil sich diese Funktionen des Waldes oft in Konkurrenz bewegen. Das heißt, nicht jeder Fichtenforst
Forst ist ja der optimale Grundwasserschutz oder Biodiversitätsschutz. Aber alle Forstverwaltungen führen das noch in ihrer Flagge drin, in Form von Homepages. Wir betreiben eine multifunktionale Forstwirtschaft und ihr müsst nur Holz produzieren und schon bekommt man alles andere gratis dazu geliefert. Das ist lange schon widerlegt, aber immer noch im Umlauf. So sieht unsere Realität aus, wie links, so unsere Vision. Das gilt jetzt für die Wälder der Rheinebene und genau deswegen hatte man auch unsere Bürgerinitiative Waldwende jetzt gegründet. Wir brauchen eine neue Strategie des Umgangs mit Wald. Wald ist also tatsächlich mehr als ein Acker, auf dem Holz produziert wird. Wir brauchen vielschichtige Wälder. Es sind keine reine Buchenwälder, es sind keine reine Eichenwälder. Was wir brauchen, einfach auch zur Risikominimierung für die Zukunft, sind Wälder, die sehr vielfältig sind. Diese Vielfältigkeit muss man nicht künstlich herstellen, nicht mit Libanon-Zedern, nicht mit Baumhaseln oder andere exotische Baumarten, da die Konstruktion der künftigen Wälder, die sollte man eben nicht unsere wenigen Fachexperte, den Förstern überlassen. Der Wald gehört zum größten Teil, nämlich der Landeswald und der Kommunalwald, den Bürgerinnen und Bürgern. Und die sollten vor allem mitbestimmen, in welche Richtung unser Wald entwickelt wird. Ja, wie sehen unsere forstliche Realität aus? Es geht jetzt ganz schnell. Hier ein Bild, ein ehemals noch junger und die Buche ist hier vielleicht 90 Jahre alt. Das ist für die Buche noch sehr jung. Dichter Waldbestand, gemischt mit Kiefer, wurde ganz kräftig durchforstet. Hier Billigstmaterial rausgehoben, betriebswirtschaftlich gesehen ein Desaster. Der Deckungsbeitrag 1 ist ganz schwach positiv, Deckungsbeitrag 2 schon negativ. Und wenn man eine Gewinnrechnung macht, dann muss man hier konstatieren, hier schließt man mit dicke rote Zahlen ab und dennoch werden solche Maßnahmen immer wieder gemacht. Unsere Wissenschaft sagt, das ist die Eignung der Buche in einer Projektion bis zum Jahr 2100, also bis zum Jahrhundertende. Jetzt für das Bundesland Rheinland-Pfalz wird dargestellt. Das sieht in Baden-Württemberg genauso aus. Rot und Orange bedeutet, dass die Buche hier nicht überlebensfähig wäre. Gleiche Projektionen gibt es für alle anderen Baumarten auch. Und je dunkler die Farbe ist, wie hier in der Rheinebene, desto früher werden sich diese Bäume komplett verabschieden. Und so ähnliche Bilder sehen wir ja auch jetzt schon, wie man da rechts sieht. Nur diese Projektion unterstellt die Maßgabe, wir machen einfach so weiter wie bisher und das müssen wir halt mit allen Mitteln verhindern. Und deswegen kam auch von unserer Bürgerinitiative die vielleicht radikal sich anhörende Forderung, Holzeinschlag in der Rheinebene sofort stoppen. Es ist nicht radikal. Radikal wäre es, wenn man so weitermacht wie bisher, dann hätte man nämlich genau dieses Bild hier. Es gibt keine Buche, aber auch keine Eiche.
und kein Ahorn und keine Kiefer mehr in der Rheinebene. Es gibt keinen Wald mehr. Das ist nochmal die Rolle der Forstwirtschaft. Wir zerstören hier unsere Waldböde. Man sieht, das Wasser steht hier deswegen, weil der Unterboden komplett verdichtet ist. Wir verändern die Einstrahlungsverhältnisse. Wir pflanzen exotische Baumarten, hier die Roteiche, die amerikanische, im Dossenwald bei Mannheim und bringen gleichzeitig noch tonnenweise dieses Plastikmaterial aus. Die Neophyte ist das einst Grüne hier noch auf dem Bild. Das ist hier die spätblühende Traubenkirsche, ein Bild bei Pfungstadt, südlich von Darmstadt. Die Buchen sterben, wenn das Waldinnenklima zerstört wird, und wir müssen einfach mit dieser Unsitte jetzt aufhören. Die Folge für den Wald bedeutet nämlich, dass man erst mal Zuwachsverluste am Holz in den Waldbeständen haben. Also Holz wächst nur an Holz, deswegen gibt es die Jahrringe. Wir haben bei einer weiteren forstlichen Bewirtschaftung eine deutlich geringere Kohlenstoffbindung. Wir zerstören die Böden, wir verlieren an Biodiversität, wir fördern die Ausbreitung von Neophyten, wir provozieren weitere Gefahren fürs Grundwasser, schränken Schutzfunktionen, insbesondere für den lokalen Klimaschutz, ein und bringen den Wald in seiner Existenz insgesamt in Gefahr. In jedem Fall setzen wir die Resilienz gegenüber den Folgen des Klimawandels herab. Und unsere Zielsetzung, ich nenne jetzt mal die Zielsetzung der Bürgerinitiative Waldwende, ist, wie schon gesagt, den Holzeinschlag stoppen, die Eingriffe in die Systeme nur dort, wo sie unbedingt nötig sind, Beispiel Neophyten. Oder wo droht, dass ein Baum auf ein Haus drauf fällt oder so, aber ansonsten kein Einschlag. Vor allem sollte man Ruhe bewahren, die Prozesse beobachten und diesen Aktionismus mit Befahrungen, mit Bepflanzungen exotischer Baumarten sein lassen. Wir sollten unsere Ziele der Waldbehandlung zunächst mal genau formulieren, was wollen wir? Wollen wir einen Klimaschutzwald? Wollen wir einen Grundwasserschutzwald? Wollen wir einen Artenschutzwald? Wir müssen in jedem Fall die sich ausbreitende Neophyten, dazu gehört auch die Robinie, die zum Baum des Jahres 2020 gekürt wurde, die müssen wir zurückdrängen. Wir wollen die Entwicklung zu potenziell natürliche Waldgesellschaften, aber auch neue Wertschöpfungskette aufbauen. Ein Ansatz hatte ich vorhin schon mal genannt, mit der Idee, dass Wald sowas ist wie die Apotheke für eine leidende Stadtbevölkerung. Und ja, das genau deswegen braucht man ein Zusammenspiel aller Kräfte. Die Gegner, die sind mächtig, sitzen in der Politik, haben eine Lobby, die stark ist. Dort gibt es Forstunternehmer, dort gibt es die chemische Industrie, dort gibt es die möbelverarbeitende Industrie. Und die Lobby ist dort groß, aber wie gesagt, der Wald gehört den Bürgerinnen und Bürgern, und konsequenterweise hatte man dann gesagt, diese sollten ein Forum, eine Plattform erhalten, auf der sie artikulieren können und auch gegenhalten können gegen diese
Forstpolitik, Waldpolitik möchte ich es gar nicht bezeichnen, die derzeit läuft in allen deutschen Bundesländern. Und deswegen haben wir unsere Bürgerinitiative Waldwende jetzt genannt, denn wir haben nicht sehr viel Zeit zu verlieren. Wer sich für Näheres interessiert, darf mich gerne anschreiben unter dieser E-Mail-Adresse volker.ziesing@t-online.de. Und auch wenn es vielleicht ein bisschen dauern kann manchmal, eine Antwort kommt in jedem Fall. Ich bin am Ende meines Vortrags, noch nicht meiner Mission, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.